Hallo und ein herzliches Willkommen. Ich bin's wieder, euer Tjulfa. Nein, hier ist Patrick. Nein, ich bin's, Tjulfa. Nein, hier ist Patrick. Gut, alles klar. Kein Problem, kein Stress, kein Stress. Und vergesst nicht, den Daumen nach oben zu geben, Freunde, denn ihr wisst ja. Ist der Finger oben, wird man nicht loben. Hey Freunde und herzlich willkommen bei eurem Tjulfa und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hello Neighbor. Und ich habe es ja bereits in der letzten Folge erwähnt, dass es noch ein paar Sachen gibt, die wir uns angucken müssen, dass es noch ein paar Sachen gibt, die ich euch zeigen will, so rum, Deutsch ist schwer. Jedenfalls haben wir in der letzten Folge schon damit angefangen und haben uns mit diesem Rohr und diesem Trichter befasst. Ihr habt jetzt viele Theorien geschrieben von Gegenständen, die man da mal reinschmeißen kann, um hier irgendetwas zu erzeugen, dass hier irgendetwas passiert, wenn man die Gegenstände hier rauskatapultiert. Das werden wir auf jeden Fall noch ausprobieren. Ich werde mich da mal an eure Theorien dran setzen und mal gucken, ob wir da vielleicht zu irgendeiner Lösung kommen. Aber vorher habe ich noch ein paar andere wichtige Sachen, die ich euch in Bezug auf die generelle Story und das Ending von Hello Neighbor zeigen möchte. Denn wie ihr alle wisst, haben wir verschiedene Schattengestalten hier in der Alpha 4 versteckt. Wir hatten ja bereits in der Alpha 3 mal so eine Schattengestalt, die im Ending versteckt war. Diese eine kleine Schattengestalt. Und von dieser kleinen Schattengestalt haben wir ja mehrere, die sich hier in der Alpha 4 aufhalten. Aber wir haben neben diesen kleinen Schattengestalten ja auch so große, ich würde schon fast behaupten, Schattenmonster. Und was die zu bedeuten haben, ist natürlich auch noch eine Frage, die sich uns stellt. Weil die hauptsächliche Vermutung ist ja so, dass diese kleinen Schattengestalten der Sohn vom Nachbar sind oder irgendetwas in der Art. Also, dass halt die kleinen Schattengestalten quasi das Kind vom Nachbar sind. Aber was hat es mit den großen Schattengestalten zu tun, Freunde? Man weiß es nicht. Und was ich euch dazu auf jeden Fall noch zeigen möchte, befindet sich hier im... Na, geh rein. Wieso geht er nicht ins Minigame? Und zwar befinden wir uns jetzt hier in dem Minigame, was sich hier in dieser Vorratskammer aufhält, Freunde. Ihr kennt das ganze Minigame, ja? Und ihr seht ja auch die ganzen Augen, die uns hier beobachten, was ja auch, ja, sage ich mal, sehr interessant ist, was das alles zu bedeuten hat. Ich vermute einfach, dass der Nachbar sich extrem verfolgt fühlt und dass all das hier irgendwas mit seiner Vergangenheit zu tun hat, Freunde. Das Problem ist einfach, dass wir in der Alpha 4 wirklich wenige Story-Infos gekriegt haben. Wenige handfeste Story-Infos, sondern wir können quasi nur Vermutungen anstellen. Sonst hatten wir immer wenigstens ein bisschen Story gekriegt. Das Einzige, was wir jetzt in der Alpha 4 bekommen haben, sind Story-Infos über unseren Charakter. Aber darum soll es ja in dieser Folge auch überhaupt nicht gehen, Freunde. Denn ihr seht es schon hier, wenn wir hier durch dieses Fenster gucken. Dann seht ihr da einen großen Kopf mit leuchtend hellen weißen Augen, wie er uns beobachtet, und dann steht einfach außerhalb von dieser Vorratskammer so ein riesiges Schattenmonster, Freunde. In der einen Cutscene, das Schattenmonster war ja schon sehr groß. Da hatten wir ja schon wirklich ein großes Schattenmonster, aber das hier ist einfach riesig. Es ist einfach riesig und schaut da rein und beobachtet uns, Freunde. Ist natürlich jetzt die Vermutung, dass das Vieh so groß ist, weil wir so klein sind und es deswegen als extrem groß dargestellt wird. Das kann natürlich sein. Aber dennoch ist das Vieh verdammt riesig und steht hier außerhalb von der Vorratskammer. Und es ist halt wirklich die Frage, was diese großen Viecher mit dem Nachbarn zu tun haben. Wir müssen uns halt wirklich fragen, was es mit diesen Schattenmonstern auf sich hat und was die bedeuten. Was bedeuten diese großen Schattenmonster? Weil die kleinen Schattenmonster sollen ja quasi das Kind vom Nachbarn symbolisieren. Da sind sich ja die meisten Leute eigentlich einig. Und ich glaube, dass diese großen Schattenmonster darstellen sollen, dass der Nachbar von irgendwas aus seiner Vergangenheit verfolgt wird. Das soll auf jeden Fall kein Kind darstellen, sondern ich glaube, dass der Nachbar selber in seiner Kindheit vielleicht irgendwelche Probleme gehabt hat und dass das irgendetwas damit zu tun hat. Aber was ich gerade noch Interessantes gesehen habe, Freunde, ist das hier oben. Hier oben ist ja das Minispiel quasi zu Ende. Wir springen hier dran an diese Kordel und gewinnen ja dann quasi. Aber das geht ja nach hier oben noch viel weiter. Das geht ja noch viel weiter nach hier oben. Seht ihr das? Ich kann hier alles weiter hochfliegen. Ich bin jetzt langsam auch im tiefsten Dunkel und sehe gar nichts mehr. Wo ist denn das Ende? Ah, hier ist das Ende. Okay, Freunde. Aber hier oben kommt leider nichts mehr. Ich dachte, vielleicht finden wir hier oben noch irgendwas Cooles, aber dem ist leider nicht so. Schade, aber Hauptsache, das ist noch so viel länger nach oben. Nun gut, Freunde. Das war's
quasi jetzt, was ich euch in diesem Minigame zeigen möchte und will. Aber wir werden uns jetzt noch in das andere Minispiel bewegen, wo wir uns quasi in der Schule befinden. Und dort gibt es auch noch ein paar Sachen, die ich euch zeigen muss und zeigen will, die ich noch gar nicht, beziehungsweise die wir noch gar nicht gefunden und gesehen haben, Freunde. So, Freunde, jetzt befinden wir uns im anderen Minigame und zwar in Fear School. Ihr kennt das ganze Minigame, ja? Und ich wollte auch mal darauf hinweisen, dass hier draußen die Bäume extrem abgefuckt aussehen. Wollte ich euch nur mal zeigen. Die verhalten sich irgendwie merkwürdig. Aber kommen wir zurück zum eigentlichen Minispiel. Wir haben das Ding ja schon gezockt, Freunde. Und wir haben ja quasi, wenn die Glocke läutet, dann stehen die Figuren erstmal still. Wir können uns bewegen und so weiter. Ihr wisst Bescheid. Und auch hier in diesem Minigame gibt es noch ein paar Sachen, auf die wir mal schauen sollten. Denn ihr seht es jetzt schon geradeaus, wenn wir jetzt geradeaus weiterfliegen, steht dort oben eine weitere kleine Schattengestalt, die wir bis jetzt auch noch nicht gesehen haben. Und sie steht hier oben so, als würde sie uns beobachten. Als würde sie uns nein, nicht fallend. Kann man auf diesen Balken nicht stehen? Ich glaube, man kann. Nee, man kann auf diesen Balken nicht stehen. Ich dachte, man kann sich ja hinstellen. Okay. Jedenfalls steht diese Schattengestalt hier oben so, als würde sie uns beobachten, während wir uns hier durchkämpfen. Durch dieses Wirrwarr an Tischen und Puppen, die uns verfolgen. Und generell hat ja diese kleine Schattengestalt jetzt in der Alpha 4 so eine Art Beobachterposition eingenommen. Denn wir haben ja an so vielen verschiedenen Punkten jetzt bereits im Spiel diese Schattengestalt gefunden, dass, ja, ich habe keine Ahnung, wie wir das handhaben sollen, Freunde. Denn wir haben diese Schattengestalt im Ending. Wir haben diese Schattengestalt jetzt hier im Minigame. Wir haben die Schattengestalt in der richtigen Spielwelt, wo sie uns von weiter weg quasi sozusagen beobachtet. Und wir haben ja, die generelle Vermutung ist ja, dass das quasi der Schatten des Kindes vom Nachbarn ist. Und vielleicht soll das einfach symbolisieren, dass dem Kind was passiert ist und dass jetzt sozusagen der Geist des Kindes den Nachbarn verfolgt und ihm überall auflauert, um ihm daran zu erinnern, was passiert ist. Das ist jetzt meine Vermutung dazu, Freunde. Wie gesagt, wir haben extrem wenige Story-Infos in der Alpha 4 bekommen, was die Geschichte vom Nachbarn betrifft. Wir können absolut nur Vermutungen anstellen quasi, weil wir, wie gesagt, in der Alpha 4 quasi nur storytechnische Sachen in Bezug auf unseren Spielecharakter bekommen haben. Dass wir mal in der Stadt gewohnt haben, dass wir ausgezogen sind und jetzt da neben dem Nachbarn wohnen. Deswegen haben wir wirklich keine handfesten Infos und wir müssen wirklich gespannt sein, was denn letztendlich in der finalen Version am 29. August auf uns wartet. Aber das ist natürlich nicht das letzte Geheimnis, was uns hier in diesem Minigame erwartet, Freunde. Denn es gibt noch eine Kleinigkeit, die ich euch hier zeigen muss am Ende von diesem Minigame. Erstens einmal hier dieses Herz noch, wo der Razbowski draufsteht. Das ist auch ein YouTuber, der das hauptsächlich auf Englisch macht, Hello Neighbor. Aber jetzt, Freunde, zeige ich euch eines der größten Sachen, die es in Hello Neighbor gibt. In der Hello Neighbor Alpha 4 jedenfalls. Und von der ich überhaupt nicht wusste, dass es das in dieser Alpha gibt, Freunde. Wir öffnen jetzt diese Tür und warten kurz und schaut mal, was passiert. Es kommt einfach eine Puppe aus dieser Tür raus, die uns angreift. Sie reibt sich richtig garstig die Hände und greift uns an und wir müssen gegen die Puppe kämpfen. Schmeißen sie jetzt um und gehen jetzt durch die Tür. Da hatten wir gerade einen kleinen Bug, da stand die Puppe wieder vor uns und haben dann das Minigame bestanden. Wie cool ist das denn bitte, Freunde? Ich wusste nicht, dass es so eine Cutscene mit einem Kampf gegen so eine Riesenpuppe gibt. Und das ist ja einfach mal mega cool, Freunde. Und vielleicht war das jetzt auch bereits ein Vorgeschmack auf dieses versteckte Ending, was wir da ja noch in den Game-Files gefunden hatten, wo ja dran steht Final Fight, der finale Kampf, Freunde, wo wir ja dachten, wir können hier irgendwo noch irgendwie einen Secret Ending triggern, was ja vielleicht auch immer noch irgendwo möglich ist, man weiß es ja noch nicht, weil laut Tiny Build, also laut den Entwicklern, sind ja immer noch nicht alle Secrets in der Alpha 4 gefunden worden, Freunde, obwohl ja eigentlich schon alles auf den Kopf gestellt wurde, ich habe keine Ahnung, wo hier noch was versteckt sein soll. Jedenfalls könnte das ja sein, dass das bereits so ein kleiner Vorgeschmack war mit diesem riesen Schattenmonster, was wir in dem einen Ending gesehen haben. Und jetzt mit so einem kleinen Kampf gegen eine riesige Puppe. Vielleicht kommen da noch richtig nice Sachen auf uns zu in der Vollversion. Ich glaube sowieso, dass uns noch extrem krasse Sachen in der Vollversion erwarten. Denn wir haben es jetzt ja gesehen hier in der Alpha 4, wie viel jetzt eigentlich schon an Content in dieser Alpha 4 drinne war. Und das Haus ist noch nicht mal annähernd gefüllt.
Das ist noch nicht mal annähernd gefüllt. Hier sind so viele Sachen, die schon vorbereitet und noch nicht abgeschlossen sind. So viele Sachen, die noch auf uns warten. So viele Sachen, die wir in der Beta und in der Vollversion erst zu Gesicht bekommen, Freunde. Und ich bin einfach unglaublich gespannt darauf und ich hoffe, ihr auch. Und es ist ja nur noch knapp ein Monat. Wir müssen uns ja nur noch knapp einen Monat gedulden, bis die Vollversion da ist und es endlich losgeht. Ich würde jedenfalls sagen, Freunde, das war's wieder für dieses kleine Video. Ich habe euch jetzt noch ein paar Sachen gezeigt, auf die ich noch nicht eingegangen war in Hello Neighbor, weil sie mir einfach entgangen sind, weil ich dran vorbeigelaufen bin in meiner Rage. Aber ich würde sagen, Freunde, wir gucken mal, ob wir noch irgendetwas finden, was wir in dieses Rohr schmeißen können, um dann dort vielleicht irgendwas auszulösen. Man weiß es ja nicht, da können wir nochmal ein bisschen rumprobieren. Aber ansonsten würde ich sagen, Freunde, wir sehen uns im nächsten Video auf diesem Kanal wieder. Euer Tuber verabschiedet sich. Macht's gut und bis dahin.